Karl Barks, der Altmeister von Donald Duck. Für viele der große Meister. Wohl der bekannteste Comiczeichner, also einer der bekanntesten auf der ganzen Welt, der Donald Duck und Co. am meisten geprägt hat. Er hat Donald Duck und das Disney-Universum so geprägt, dass es auf der ganzen Welt bekannt wurde. Und alle verehren ihn, Donaldisten. Donaldisten, das ist ein Bund, der sich nur mit seinen Werken beschäftigt in Deutschland. Und ich will nicht wissen, wie viele solcher Clubs oder so es noch auf der Welt gibt. Es gibt viele Comicreihen mit Karl Barks Geschichten, aber eine ist leider schon ganz vergessen. Besten Geschichten mit Donald Duck, Klassikalbum, der Vorgänger der Barks Library und Entenhausen Edition. Ich habe bei eBay 10 Stück bestellt und sie danach gleich in Folie gepackt. Ich werde sie euch heute vorstellen und jeden einzelnen, aber erstmal stelle ich euch die Gesamtreihe vor. Erstmals erschienen ist die, glaube ich, 1984 im Egmont Verlag und beinhaltete Geschichten von Karl Barks. Die Reihe ist jetzt leider sehr vergessen worden, da es jetzt die Barks Library und die Münchhausen Edition und die Bar und die Karl Barks Kollektion und etliche weitere Reihen gibt. Die Reihe hat aufgehört zu existieren, klar. Ich glaube Ende der 90er hat der Egmont Verlag den Druck eingestellt. Tja. Ich habe mir aber 10 Stück davon gekauft bei eBay, weil ich neugierig war und ich die Reihe auch vorher nicht kannte. Und habe ein paar interessante Sachen gefunden. Und ich stelle euch mal die Hefte vor und die ganze Reihe. Fangen wir mit meinem ältesten Heft der besten Geschichten mit Donald Duck Reihe an. Und zwar Familie Duck auf Nordpolfahrt. In der Titelgeschichte geht es darum, dass Donald sich wünscht, dass sein nerviger Vetter und Glückspilz Gustav mal ganz weit weg verreist. Also zeichnet er einen falschen Lageplan von einem stillgelegten Bergwerk. Und zwar und zwar im Eismeer, das sich im Eismeer befindet. Und legt es Gustav sozusagen vor die Füße. Doch dann beginnt er sich um Gustav Sorgen zu machen. Es ist schließlich gefährlich, da ganz allein in dieser endlosen Landschaft mit Eisbären, die vielleicht Menschen fressen können. Also beschließt er mit seinen Neffen, mit Tick, Tick und Tack nach Alaska zu reisen und Gustav aufzufinden. Eine ziemlich verrückte, aber auch lustige Geschichte, halt typisch Karl Barks. Wenn ihr mich jetzt fragen wollt, wie viel diese Bände wert sind, würde ich sagen, sie sind auf jeden Fall keine Columbus-Falter, das ist ja klar. Aber das Interessante ist, je älter die Hefte sind, desto, Achtung, wertloser sind sie. Ein Beispiel, das Klassikalbum Nummer 1 ist gerade mal 4 Euro wert, wohingegen das Klassikalbum Nummer 58 ganze 12 Euro wert ist. Nicht schlecht, was?
Weiter geht's mit Nummer 7, Weihnachten für Kummersdorf. Eine Geschichte, die vielen Barks-Fans bekannt sein müsste. Sie ist auch nach meinem Wissen in einem LTB-Advent drin. Es ist eine schöne Geschichte und geht über ein schönes Weihnachtsfest von den Onkels, spendiert von Onkel Dagobert. Und zwar, Achtung, armen Kindern spendiert. Also wirklich eine sehr schöne Geschichte mit Herz, auch mit Hintergrundgedanken. Und jedem zu empfehlen. Also ein sehr schöner Band und eine sehr schöne Geschichte, klar. Nummer 7, der Schlangenbeschwörer. Aber Achtung! Das ist keine Geschichte von Karl Barks, denn wie viele Sammler und Experten wissen, der Schlangenbeschwörer, ja, so heißt das, ist eine Geschichte von Dan Jippes. Aber auch eine ganz bekannte. Eine gute Geschichte, aber halt nicht von Karl Barks. Und da sage ich euch, nicht in allen Bänden sind nur Karl Barks Geschichten drin. Nein, es existieren auch Dan Jippes Geschichten. Oder ich glaube auch VK-Geschichten, aber da bin ich mir wirklich nicht so sicher, weil ich habe mir noch nicht alle durchgelesen. Und auf jeden Fall keine Barks-Geschichte, aber trotzdem sehr gut. Und dann Jippes konnte ja auch den Barks-Stil sehr gut imitieren. So, jetzt will ich hier nicht zu langsam und langweilig werden. Also, Klassikalbum Nummer 8, Die Jagd nach der Brosche. Viel will ich jetzt nicht dazu sagen. Ja. Da ist die Geschichte. Kenne ich noch nicht. Das Album habe ich mir leider noch nicht durchgelesen. Ich weiß nicht, wann ich dazu kommen werde. Aber ich habe in letzter Zeit viel Zeit. Also es sind jetzt ja Ferien. So. Und es geht noch schneller weiter. Klassikalbum Nummer 21. Das harte Naturgesetz. Ihr seht, das springt jetzt so ein bisschen. Klassikalbum Nummer 22. Friedliche Ferien. Klassikalbum Nummer 33, Donald bei der Feuerwehr. Eine Dan Jippes Geschichte, keine Barks Geschichte. Dann noch Nummer 34, die Dokumente im Tropenwald. Und die Nummer 35, der güldene Wasserfall. Soweit ich weiß, alles Barks Geschichten. Ja, oder? Ja. Und der letzte Band, den ich habe, ist die Nummer 36, die Insel im All. Und ich finde, das ist echt cool. Nicht die Geschichte, die habe ich mir auch noch nicht durchgelesen. Aber das Cover. Die Donald Duck Klassik-Alben. Ich weiß, die Cover sind nicht von Karl Barks, sondern von anderen Zeichnern. Aber durch dieses Albenformat und durch dieses Cover, durch die Coverzeichnung, erweckt das so ein Anschein wie ein Comic-Heft, zum Beispiel von Tim und Struppi oder irgendwelche Superhelden-Comics. Ich meine, ich finde das richtig cool. Und das Cover bei diesem Heft. Und dann denkt man echt so an Action-Comics oder so. An so ein amerikanisches Albenheft aus den 60ern. Und das haben diese Klassik-Alben so an sich. Sie sind so schön aufgemacht. Aber ich finde dieses Cover hier hässlich. Das hier ist wirklich sehr lieblos gezeichnet. Aber das, guckt euch mal das an. Guckt euch mal das an. Wow, oder? Da sagt man echt, wow. Das sind wirklich Disney-Alben, wie wir sie wollen. Also, bei eBay gibt es auch nicht mehr so viele Angebote. Und wenn, dann sehr teure von den Klassik-Alben. Versucht sie mal irgendwo auf dem Flohmarkt zu ergattern. Ich sage, das lohnt sich. Also, danke, dass ihr mir zugehört habt, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. So, vielen Dank nochmal. Sagt auch Donald Duck und Dagobert Duck und Dick Trick und Track. Und noch viel Spaß beim Comic-Lesen.